wissbegehrlichen Zuhälter. Mein Name ist Ben Lexer. Ben? Lexer, wenn ihr euch gerade hart am Wundern seid, was denn jetzt auf einmal passiert ist, dann checkt das. Hey du, du wärst als Pimp echt gut geeignet. Ohne Kaka? Ja! Ja, und er wird das schon wissen, denn wir kannten uns durch die eben gezeigten Freizeitaktivitäten schon eine Stunde. So, heute machen wir die Mülltonnen-Parcours-Challenge. Komm, film jetzt die Mülltonnen. Erklär doch erstmal. Film jetzt die 6 Mülltonnen! Ist das sonst unlogisch? Nein, ich muss das nicht verkackt, Mülltonnen! Was das hier? Nix. Okay, ich film jetzt die Mülltonnen. So, nun seht ihr die Mülltonnen, die in dieser Aufstellung ein Parcours zufolge haben, woraus man gut eine Challenge machen kann. Doch für eine Challenge braucht man einen Gegner. Jetzt, wo alles sichtbar für die Challenge vorhanden ist, fehlen nur noch die Regeln. Der Boden darf unmittelbar nicht berührt werden. Der Teilnehmer, der gerade nicht die Mülltonnen überquert, darf mit seinem Fuß, den er selber steuert, die Mülltonnen treten. Der Teilnehmer, der die Mülltonnen schneller überquert hat, hat die Challenge komplett gewonnen. Und was bekommt man, wenn man gewonnen hat? Der Gewinner bekommt das Auto da. Okay, bei 3. Minus 1. 3. Geht das auch ordentlich? Nochmal. Bei 3. 1, 2, 3. Warte, warte, warte! Okay. Jetzt geht's los, ja? Ja. 1, 2, 3. Wisst ihr, was ich hier sehe? Ein in die Ecke gedrängten Mülltonnen-Parcours-Challenge-Kandidaten, dem mächtig der Kaktus steht da. Bei 3! Okay, bei 3. Los jetzt! 1, 2, 3. Und wer war nun schneller und hat somit komplett die Mülltonnen-Parcours-Challenge gewonnen? Ben Lexer! Das war wirklich eine gute Challenge. Quasi ein Spaß für die ganze Familie. Album ist in Arbeit, so wie ihr es euch hart gewünscht habt. Ciao.